Das ist die wahrscheinlich erste Infografik der Welt. Ein über 200 Jahre altes Naturgemälde der Anden. Darauf sieht man, welche Pflanze in welcher Höhe wächst, aber auch, wo der Mensch seine Spuren hinterlassen hat. Wer dieses Bild entworfen hat und warum, das seht ihr in diesem Video. Schon mal eins vorab, es geht um eine Ikone der Wissenschaftsgeschichte. Der Weg zum legendären Naturgemälde beginnt hier, im Schloss Tegel bei Berlin im späten 18. Jahrhundert. Weit weg von den Anden wächst Alexander von Humboldt in einer wohlhabenden Familie auf. Also ziemlich privilegiert. Und natürlich bekommt er damals die wohl bestmögliche Bildung in Preußen. Doch das ist ihm nicht genug. Als er 30 Jahre alt ist, bietet sich ihm die Chance, sein Wissen radikal zu erweitern. Er bezahlt aus seinem Erbe eine 5-jährige Forschungsreise nach Südamerika. Dort wird er später auch sein Naturgemälde entwickeln. Humboldt versucht, die neue Welt zu verstehen und mit seinem bisherigen Wissen zusammenzubringen. Gemeinsam mit dem französischen Botaniker Aimé Bonpland misst, untersucht und beschreibt er vor Ort alles, was er sieht. Tiere, Pflanzen, Böden, den Himmel. Er vergleicht und kombiniert seine Daten. Sein Tagebuch zeigt, wie er schon während seiner Reise immer stärker die Zusammenhänge innerhalb der Natur durchdringt. Aber auch versteht, wie sich Mensch und Natur gegenseitig beeinflussen. Dass alles ein Netz des Lebens ist. Diese Erkenntnis will er unbedingt teilen, denn er ist überzeugt. Wissen bringt die Menschheit voran. Nur, wie macht er das am besten? Erstmal hält er auf der Reise seine Messergebnisse und Beobachtungen akribisch fest. Als sein Boot auf dem Fluss Orinoco einmal fast kentert, ist nicht nur sein Leben in Gefahr, sondern auch seine wichtigste Gedankenstütze. Zum Glück haben er und die vielen tausend Seiten Tagebuch überlebt. Denn als er 2 Jahre später in den tropischen Anden Südamerikas unterwegs ist, hat er die Idee, wie er einen komplexen Lebensraum darstellen kann. Umfassend, aber doch ganz einfach. Der Chimborazo gilt damals als der höchste Berg der Welt. Nach seiner abenteuerlichen Klettertour entwirft Humboldt eine erste Skizze des Naturgemäldes. 1807, wieder zurück in Europa, veröffentlicht er dann in einem Buch das fertige Bild. Ein Panorama. Heute würden wir es eine Infografik nennen. Im Zentrum steht der Chimborazo, über 6000 Meter hoch. Bis wenige hundert Meter unter dem Gipfel ist Humboldt aufgestiegen. Zum Vergleich der Mont Blanc. Im Naturgemälde hat Humboldt viel Detailwissen über die tropischen Anden auf einer einzigen Seite zusammengefasst. Zum Beispiel, in welcher Höhe welche Pflanzen wachsen. Unten im Tiefland oder ganz oben, Richtung Schneegrenze. Zusatzinformationen vermerkt er in zahlreichen Spalten neben dem Bild. Zum Beispiel, dass er zwischen 2000 und 3000 Höhenmetern große Hirsche und Enten beobachtet hat. Und Läuse, vermutlich bei Menschen. Besonderheiten beim Wetter in dieser Höhe: viel Hagel und tiefe Nebel. Angebaut werden neben Getreide auch Kartoffeln und Baumwolle. Die historische Infografik, aber auch spätere Datenvisualisierungen von Humboldt sind Meilensteine der damaligen Wissensvermittlung. Doch Humboldt ist das immer noch nicht genug. Er recherchiert sein ganzes Leben lang weiter, um die Zusammenhänge innerhalb der Natur, aber auch von Mensch und Natur zu durchdringen. Er schreibt rund 30.000 Briefe, vernetzt sich mit den führenden Forschenden seiner Zeit. Zunehmend denkt er fächerübergreifend. Er selbst nennt sich einen Nomaden zwischen den Wissenschaften. Humboldt tauscht sich sogar mit dem amerikanischen Präsident Thomas Jefferson aus, den er auf seiner Südamerika-Reise kennengelernt hat. Und mit dem Dichter Johann Wolfgang von Goethe. Im höheren Alter ist Humboldts Wissen maximal vernetzt. Seine breit gefächerte Bildung ist schon zu seinen Lebzeiten legendär. Was jetzt noch fehlt, ist ein ganz einfacher Zugang zu diesem Wissensschatz. Für alle. Mit fast 60 Jahren bietet er deshalb öffentliche Vorlesungen an. Für Menschen aus allen Schichten. Die Bevölkerung feiert ihn. Humboldt, der Jahrzehnte zuvor mit seiner Infografik, dem Naturgemälde, Schlagzeilen gemacht hat, wird endgültig zum Popstar unter den Gelehrten. In vielen Ländern werden Institutionen nach ihm benannt. Außerdem Städte, Gletscher, Parks und Berge und hunderte von Tieren und Pflanzen.
Eine Meeresströmung und sogar das Mare Humboldtianum auf dem Mond. Bis heute ist Alexander von Humboldt in der Wissenschaft unvergessen. Seid ihr schon mal in eurer Umgebung auf den Namen Alexander von Humboldt gestoßen? Schreibt uns das doch mal in die Kommentare und lasst uns ein Abo da.